am europäischen Wesen soll die Welt genesen. Nichts anderes steckt eigentlich dahinter, wenn wir sagen, dass wir unsere Werte raus in die Welt tragen sollen und dass es für die Welt am Ende besser ist. Ich werde mit Ihnen darüber reden, ob es dann wirklich für die Welt besser ist, wenn wir ein Global Player sind und unsere Werte in die Welt hinaustragen. Und Jana wird mit Ihnen darüber sprechen, was es dann für Konsequenzen für uns in Europa hat, wenn wir Global Player werden. Aber kurz noch über den Begriff des Global Players und den Status Quo. Wir zweifeln gar nicht an, dass wir gerade wirtschaftlich längst ein Global Player sind, wenn wir zum Beispiel ein Viertel des BIPs in Europa. Aber Global Player werden heißt ja noch mehr. Global Player werden heißt, dass wir überall auf der Welt Einfluss ausüben können. Und nicht nur wirtschaftlich, das heißt auch, dass wir diplomatisch Einfluss ausüben können. Und diplomatisch Einfluss ausüben heißt, dass wir am Ende auch militärisch irgendwie Einfluss ausüben können. Und das wurde hier schon von Herrn Christoffersen ganz richtig angesprochen. Gemeinsame Sicherheitspolitik, gemeinsame Außenpolitik. Das zeigt eben, dass es nicht nur darum geht, dass wir wirtschaftlich ein Global Player werden, sondern dass es eben auch darum geht, dass wir zum Beispiel militärisch schlagkräftiger werden. Und da sagen wir von der Opposition ganz klar, nein, das ist nicht das, wo wir mit Europa hinwollen. Wir sagen, Europa reicht es vollkommen aus, eine Regionalmacht zu sein. Es reicht auch vollkommen aus, um zum Beispiel den Frieden bei uns in Europa zu erhalten. Und ich möchte jetzt mit Ihnen über die Frage sprechen, hat die Welt was davon, wenn Europa der Global Player ist, der seinen Einfluss ausübt? Und wir sagen, die Frage kann man beantworten, wenn wir sehen, ob wir die Probleme der Welt als Europa lösen können oder ob es andere vielleicht besser können. Und als Probleme der Welt, da sehen wir zum Beispiel den Klimawandel, aber auch den Terrorismus oder die Welternährung. Das sind so viele Probleme, über die kann ich in 5 Minuten gar nicht sprechen. Deswegen haben wir uns 2 rausgepickt, die wir so als die Urprobleme raussehen. Das ist zum einen die Frage des Klimawandels und die Frage, ob wir diese Probleme lösen können. Und das ist zum anderen die mit der riesigen Armut verbundenen Migrationswellen, die eben aufgrund dieser großen Armreichschere zustande kommen und die wir auch als Europa lösen möchten. Als erstes möchte ich zum Klimawandel kommen. Die Frage, sind wir die Richtigen, die ja seit 20, 30 Jahren versuchen, dieses Problem zu lösen, aber nicht schaffen? Warum sind wir nicht die Richtigen für die Welt? Zum einen sind wir Europäer nun mal historisch für den Klimawandel verantwortlich. Nicht Afrika und auch nicht Asien haben den Klimawandel dahin gebracht, wo wir jetzt sind. Sie tragen vielleicht jetzt den Anteil dazu bei, aber wir haben den Löwenanteil gebracht. Und auf der anderen Seite haben wir nicht wirklich was gegen den Klimawandel getan. Die Emissionen, die wir in Europa einsparen, die werden einfach nur woanders rausgeblasen. Das nennt man graue Emissionen. Das heißt einfach nur, dass wir den Kram nicht mehr herstellen, aber wir sind immer noch der Grund dafür, dass er hergestellt wird. Das heißt, wir sagen auf der einen Seite, sind wir überhaupt nicht glaubwürdig, um gegen den Klimawandel einzutreten. Wir sind überhaupt nicht die, die mit erhobenen Zeigefinger anderen sagen können, macht was gegen den Klimawandel. Das sind vielleicht andere Regionen auf der Welt, andere Länder, die vielleicht auch viel stärker betroffen sind. Das bringt mich auch zu meinem zweiten Punkt, den Klimawandel. Wir haben ja zum Beispiel Industrie, die davon abhängig ist. Wir sehen ja unsere deutschen Interessen, unsere Klimaschutzkanzlerin ist in der Sekunde keine Klimaschutzkanzlerin mehr, wenn es um große Autos geht. Und das heißt, auf der anderen Seite sind wir auch gar nicht die großen Betroffenen vom Klimawandel. Wir sind ja gar nicht die, die eine unbewohnbare Region bekommen, wie zum Beispiel in Afrika. Das heißt, wir Europäer haben gar kein intrinsisches, also gar kein eigenes Interesse daran, dass der Klimawandel nun aufhört. Weil am Ende sind wir nicht die, die an dem Klimawandel verhungern wollen. Am Ende sind wir aber die, die davon profitieren, CO2 auszustoßen, weil das ist ja unser Wohlstand. Und wir sagen, wenn wir auf der einen Seite überhaupt nicht glaubwürdig sind, gegen den Klimawandel einzutreten, auf der anderen Seite gar nicht wirklich innerlich davon überzeugt sind, dass wir unbedingt dagegen eintreten müssen, dann sind wir überhaupt nicht diejenigen, die die Führung übernehmen sollten, gegen den Klimawandel vorzugehen. Wir sollten uns darauf konzentrieren, dass wir unseren Beitrag leisten, damit werden wir schon mal genug für die Welt tun. Das zweite große Problem ist für mich die Migrationswellen, die eben aus Armut und eben auch aus dem Klimawandel hervorbringen. Und unsere Werte, die uns eigentlich sagen, wir sollten viel für die Migration tun, wir sollten arme Menschen aufnehmen. Aber, meine Damen und Herren, die europäischen Werte, die ertrinken gerade im Mittelmeer. Die großen Migrationswellen, die verursacht werden, eben durch die Armut, die wir verursacht haben, durch das Ernährungsproblem und durch das Bevölkerungswachstum, wir nennen es in Europa Wirtschaftsflüchtlinge. Und die müssen wir eigentlich gar nicht aufnehmen, weil es sind ja keine Kriegsflüchtlinge, die kriegen gar kein Asyl. Manchmal haben wir Wirtschaftsflüchtlinge, heißt nichts anderes, als dass da Menschen verhungern. Und wir sagen, das sind aber gar nicht die, die wir aufnehmen müssen. Aber wir sollten nicht nur auf Europa schauen, auch wenn wir hier unser Problem selber lösen wollen. Migration ist ein viel größeres Problem. Wir haben Mexiko, wo Millionen Menschen in die USA flüchten, genau wie diese Grenzen. Wir haben einen Konflikt, den wir in Europa gar nicht wahrnehmen, und das ist Indien, Bangladesch. Indien baut gerade einen Zaun an der Grenze von Bangladesch, damit die Millionen Menschen nicht zu rüberkommen. Das heißt, es ist ein riesiges Problem, das 45 Millionen Menschen auf der Welt betrifft. Da frage ich Sie, wer kann denn dieses Problem am Ende lösen? Sind es wir, die sagen, wir lassen nicht mal bei uns Migration zu, obwohl wir die Riesenressourcen haben, die Indien gar nicht hat? Wir sind überhaupt kein Vorbild, um anderen Ländern in Verhandlungsdrang, ihr solltet mehr Migration zulassen, weil es einfach wichtig ist, weil es Regionen gibt, dann haben wir keine Menschen mehr. Dann, meine Damen und Herren, wenn Sie mal darüber nachdenken, ist Europa derjenige,
der die großen Probleme der Welt lösen kann? Oder sollten wir Platz machen für neue Akteure, die neue Ideen haben? Dann sind sie dafür, dass Europa vielleicht doch kein Global Player werden sollte. Danke sehr.